Schneider am Apparat, so schön, dass wir Sie erreichen, Herr Kammerneckhoff. Und zwar geht es einmal bei Ihnen um den Stromanschluss in Emmerskirchen in Altschauerberg 104b. Da haben Sie ja die Tarife dieses Jahr gar nicht erneuert beim Strom. Haben Sie das vergessen oder wer macht das nochmal für Sie bei Energy? Das mache ich selber. Ah, okay. Was zahlen Sie aktuell bei Energy? Wissen Sie das? Oh, du, keine Ahnung, 110 oder sowas, weiß ich nicht genau. 110. Okay, weil es ist nämlich so, ohne die Preisgarantie im Tarif können sie erhöht werden. Vor allem aktuell stehen Erhöhungen von bis zu 70% an. Da Was? würden sie, ja, da würden sie zukünftig Die 190 zahlen. Nachhübel. Und deswegen müssen wir die Tarife einmal optimieren, dass Ja. sie die Erhöhungen nicht bekommen. Das ist Ja? gut, mach mal fertig, Kollege. Okay, kein Problem. So, wir schauen mal nach. Ganz kurz vorab nochmal, Herr Kamenkov. Das Gespräch wird aus Qualitätsgründen aufgezeichnet. Das ist in Ordnung für Sie? Wenn dich das auch nicht stört, ist cool. Okay, super. Also ist in Ordnung? Klar, mach hin. Okay. Dann einmal die Zählernummer, bitte. Woher soll ich die jetzt wissen? Die steht entweder auf dem Zähler drauf oder auf der letzten Jahresendabrechnung. Ja, ich bin gerade im Wald, Alter. Das habe ich beides nicht dabei. Ah, okay. Wann sind Sie denn zu Hause? Also in 3 Stunden. Ich bin auf Jagd, Alter. In 3 Stunden. Ist ein Okay, bisschen schwer. dann. Wann ist morgen wieder gut oder nicht? Okay, morgen 11 Uhr. Ist in Ordnung? Ah, da komme ich wahrscheinlich gerade nach Hause mit dem Wildschwein, aber ist egal. Okay, dann können wir auch um 12 machen, wenn Sie möchten. Nee, dann will ich das ja dann kochen. Okay, Nein, dann 11 können ist wir schon auch. in Ordnung, ist kein Problem. Okay, dann machen wir das um 11 Uhr, kein Problem. 11:30 Uhr, 11 Uhr. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Wenn Sie die Zählernummer bis dorthin bereithalten, dann werden wir das optimieren können, Ich ja? frage Rudi, der kann mir sagen, wo das ist. Okay, kein Problem. Alles klar. Alles klar, bis Dann bis später. morgen, Bis Kollege. morgen. Ciao. Jawohl, tschüss. Die rufen immer alle an, wenn ich gerade los muss, verdammte Scheiße. Schönen guten Tag, Schneider am Apparat. So, schön, dass wir Sie erreichen, Herr Kamenkopf. Ja, und zwar ging es um den Strom, wir hatten ja schon mal gesprochen. Richtig, genau. Genau, da waren Sie auf der Jagd. Sind Sie immer noch auf der Jagd? Ja, nee, jetzt bin ich zu Hause. Das Viech hängt Ah, zum okay. Trocknen in der Ja. Räucherkammer. Okay, ist auch eine coole Sache mit dem Jagen, ne? Wo, siehst Waren du, Sie auf die. die meisten Menschen wollen dich heute dafür umbringen. So die ganzen Grünen und die anderen Nazis, die hassen dich Ja. dafür. Ja, die sollen doch jeder denken, was sie wollen, sag ich mal. Ja, es ist mir Aber. scheißegal. Also ich habe mein Wildschwein und was haben die haben irgend so ein Tofu aus 300 Chemikalien. Also mir geht's besser Ja. damit. Da haben Sie recht. Und frisch und selber gejagt, oder nicht? Ja, natürlich, Doch. klar. Ist auch ethisch gesünder, denke ich mal. Sind so Würde ich auch mal Schweine. behaupten. Weißt du, die Wildsau, die Ja. ich auf dem Teller habe, die hat 3 Jahre hier irgendwie Kastanien und Eicheln und Gras und Meerschweinchen gefressen. Und das, was die da auf dem Teller haben, ist im Labor großgezogen worden. Jetzt fangen die ja auch schon an, künstliches Fleisch herzustellen, habe ich Ei, die gesehen. nach, die sollen sich verpissen mit dem Zeug. Was willst du Ja. künstliches Fleisch, wenn du kein Fleisch essen willst? Als nächstes bauen die sich ein Fahrrad, das aussieht wie ein Auto, weil sie in einem Auto sitzen wollen. Es ist Danke. schrecklich, Alter. Demnächst werden Telefone verboten. Was macht ja Radiowellen? Ja, ist Kranke Scheiße, Mann. Wirklich schon kaputte, kaputte Typen. wirklich hart. Oh. Okay, haben Sie da die Zählernummern gefunden? Was hab ich? Die Stromzählernummer, haben Sie die? Ich habe zugegeben gar nicht mehr dran gedacht. Muss ich eben gucken. Warte mal eben. Okay, ganz kurz vorab nochmal, Herr Kamenkopf. Das Gespräch wird aus Qualitätsgründen und Schulungszwecken aufgezeichnet. Das ist in Ordnung für Sie? Wenn das für dich auch okay ist, habe ich damit kein Problem. Okay, super, Ist danke. in Ordnung für dich? Ist in Ordnung, ist in Klasse, Ordnung. guck mal, dann passt das doch. So konstant und Okay. so, ne? Das ist, da haben Sie ja recht, aber mit vielem anderen nicht. So. Wo habe ich den Scheiß denn hin? Was bringt mir das jetzt überhaupt? Was spare ich denn? Okay, es ist so, die Energiesparbremse in Deutschland bricht jetzt weg im März und da gibt es dann Erhöhungen von bis zu 70%. So Ja? viel! Und ja, Billard. Sie müssen so sehen, das ist Strom. Bei Gas gibt es Erhöhungen von 180%. Ja? Da ist ja einiges mehr los, sage ich mal. Und da haben wir jetzt in Deutschland ein bisschen politisch, ich sag mal, verkackt. Ja? Ja, Und aber deswegen ist richtig. es, ja? Und deswegen ist es beim Gas jetzt 180%, bei Strom sind 70%. Scheiße. Und sie haben keine Preisgarantie im Tarif. Deswegen müssen wir den Tarif einmal optimieren mit Preisgarantie, dass sie nicht erhöht werden können. Was Sie Woher wollen, weißt du denn, dass theoretisch. ich diese Garantie nicht habe? Okay, das steht im System so drin, Ach deswegen so. rufen wir auch an. Und wir können mal nachschauen, was der neue Tarif kostet. Dafür bräuchten wir auch einmal die Zählernummer, dass ich es Ihnen auf die Mail zuschicken kann, auf die taube88@aol.com. Und
Schau mal nach. Ja, aber was soll es denn jetzt zukünftig kosten? Muss ich mir erstmal, bevor wir hier Deal machen, muss ich erstmal ein paar Zahlen haben, Kollege. Genau, deswegen. Ich kann ja auch nicht anfangen zu schießen, bevor ich das scheiß Magazin geladen habe, Blair. Ja, deswegen schaue ich mal nach. Also, der Tarif kostet zukünftig für Sie bei gleichen Leistungen für 87,27 € im Monat. Ja, heißt, da sind Sie auch knapp 20, 30 Euro günstiger. Als was zahle ich denn jetzt im Moment? 110 zahlen Sie ungefähr. 110. Das ist dann wie viel Kilowatt jetzt? Das ist bis zu einer Deckelgrenze von 4000 kWh. 4000? Also nee, ich meine jetzt bei diesen 87,27, was kostet da ein kWh? Also was ein kWh kostet? Ja klar. Da sind Sie bei knapp 24 Cent. 24? Das ist gut. Das ist dann welches Anbieter? Schau mal nach, das ist Now Energy. Haben Sie vielleicht auf Sat1 Now Energy? Now wie jetzt bei Englisch oder was? Genau, haben Sie vielleicht bei Sat1 ProSieben schon mal gehört. Das ist eigentlich mit einem guten Anbieter und 2 Jahre Preisgarantie. Sie haben nach einem Jahr optionales Wechselrecht. Heißt, wenn Sie einen günstigeren Tarif finden, können Sie wechseln. Sie haben sogar bis zum 31.05.2024 haben Sie eine eingeschränkte Energiepreisgarantie, eben auch für die Wechselzeit, sage ich mal, und ist eigentlich mit ein gutes Angebot, sage ich auch. Warte mal, jetzt muss ich nochmal fragen. Wenn hast du gesagt, 2 Jahre Preisgarantie, dann sagst du eingeschränkte für die Wechselzeit? Was ist der Unterschied? Heißt, Sie sind ja jetzt aktuell noch bei Energy. Genau. Und bis zu dieser Zeit, wo der neue Tarif aktiviert wird, haben Sie sogar bis zum 31.05.2024 beim Vortarif, haben Sie eine eingeschränkte Energiepreisgarantie. Heißt, weil Sie haben ja aktuell keine. Und ab dem März gibt es Erhöhungen, die können dann spätestens ab 1. April eingeleitet werden. Und da sind Sie sogar noch im jetzigen Tarif geschützt. Heißt, die Differenz übernimmt dann der neue Tarif. Ah, so kann man natürlich auch Leute abwerben. So, und jetzt hast du gesagt, bis 4000 kWh, was kostet hinterher? Genau, hinterher sind Sie dann bei einem Brutto-Max-Wert von 42,93 kWh. Na, was heißt Max-Wert? Ich muss ja schon wissen, nehmen wir an, ich habe 4000 kWh verbraucht, wie viel kostet denn die 4000 erste Kilowattstunde? Da muss es ja eine Zahl geben. Also es ist so, Sie werden dann, wie gesagt, berechnet mit den 87 Euro und ab eben diesen 4000 ersten kWh kostet der eine kWh 42 Cent, heißt 42,93 Cent. Fest, weil du eben sagtest, bis, kann es auch weniger sein oder wie geht das? Weil ich muss ja rechnen können. Achso, wenn es weniger wie 4000, ich meine Sie? Nein, wenn du hast eben gesagt, Maximalwert 42,93. Aber Maximalwert impliziert ja, dass es auch einen Wert darunter gibt. Verstehst du, Suka? Genau, die 24 Cent ist ja der Wert darunter. Das ist ja Ihr Wert, den Sie bezahlen. Und wenn Sie die 4000 erreichen, wird alles nach den 4000 mit Maximum 42,93 Cent. Also immer 42,93 für alles über 4000. Genau. Guck mal, das wollte ich doch wissen. Jawohl. Klasse, guter Mann. Tut mir, ich bin noch ein bisschen besoffen von Party gestern. Kein Problem. Und da sparen sich auch, wie gesagt, knapp 23, 24 Euro sind in dem Fall ein. So, das sind im Jahr, sind das auch, wie gesagt, knapp 250 Euro, bisschen mehr sogar, knapp 300. Das ist gut. Das ist eine gute Summe, sage ich mal. Plus, Sie haben bei dem Tarif nochmal 25 Euro Bonus pro Jahr. Ja, der Tarif geht 2 Jahre, heißt 50 Euro über die Laufzeit, kriegen Sie auch nochmal vom Tarifangebot. Das gibt es dann zur Jahresendabrechnung aufs Konto ausgezahlt. Wird das von meiner Rechnung abgezogen oder kriege ich das auf mein IBAN-Konto drauf? Das kriegen Sie aufs IBAN-Konto drauf. Cool, kann man auch gleich abziehen, oder? Wäre einfacher, so vom Stress her. Ja, was? Das geht auch. An sich, schauen wir mal. So, genau, da brauchen wir jetzt einmal die Zählernummer und dann kann ich Ihnen das auf die Mail zuschicken und dann können wir das einmal aktualisieren. Das ist klasse, also ein Angebot kriege ich dann, ja? Genau, Sie kriegen dann den Auftrag und den können wir dann aktivieren. Nee, Angebot, Offerte, gewerbliche Offerte brauche ich. Und müssen Sie noch überlegen oder wollen wir das dann gleich aktivieren? Nö, ich möchte das gerne gleich machen, aber ich muss vorher einmal ein Angebot haben. Weil bei Telefon ist immer so das eine und auf Papier ist das andere. Genau, nein, das Auftrag... Das ist wie bei Jagdschein. Genau, den Auftrag kriegen Sie eh per Mail.
Und das müssen Sie auch per Mail aktivieren mit einer PIN. Wir können Ihnen da auch helfen, da müssen Sie dann auch unterzeichnen, etc. Das ist cool. Digital. Genau. Haben Sie denn die Zählernummer da? Ich glaube, das ist das hier. Ich bin nicht so gut mit Papiersachen. Mhm. Aber das ist, hast du zu schreiben, Kollege? Ja. Ist 118? 118. 3505? 3505. 61? 61. 22. 22. Mhm. So, habe ich einmal mit notiert. Sie hatten ja auch nur Strom, Gas war es ja bei Ihnen nicht, ja? Nein, nein, das ist nur Strom hier. Genau, nochmal zum Datenabgleich, was ja Kamenkov, 1.7.1991 und die Anschrift ist Altschauer Berg 104b in Emskirchen. Das 104b, ne, ist 8. Ah, genau, 8, genau. Genau, das war jetzt eine andere Anschrift. So ist Altschauer Berg 8, 91448 Emskirchen. Genau. Ja? Also, da schicke ich Ihnen auch einmal die E-Mail raus zur Aktualisierung. Einen Moment. Müsste gleich im Postfach liegen. Haben Sie da gleich Zugriff drauf? Ich mache eben mal den Computer an, dann können wir da zusammen gucken. Und wann, weil ich muss ja das andere Ding fällt mir gerade so ein. Ich muss mir eben mal was ausschreiben. Ich muss das andere Ding ja noch kündigen. Wann geht das denn los dann? Das läuft automatisch ab, darum kümmern wir uns dann. Ja, aber wann? Wann ist Wechsel dann? Du hast ja meine Unterlagen da liegen. Wann ist dann das neue Vertrag da? Der neue Vertrag ist, wie gesagt, bis zum spätestens 1.6. eingeleitet. Und deswegen haben sie auch die eingeschränkte Energiepreisgarantie bis zum 31.5. Boah, ich glaube aber nicht, dass ich nur 3 Monate Kündigungsfrist habe bei den alten Kollegen. Weil es ja Erhöhungen gibt jetzt von 70%, weil die Energiesparbremse wegbricht, haben sie da Sonderkündigungsrecht. Ah, die Geschichte, verstehe. Genau. Das ist gut. Die E-Mail ist auch einmal im Postfach bei Ihnen, wenn Sie mal rein nachschauen. Ja, Computer ist gerade bei 30%, er macht Datenträgerprüfung. Das macht er immer am Montag, wenn ich den anmache. Kein Problem. Ich liebe diese Scheiße. Ah, jetzt ist er da. Und jagen Sie noch was anderes außer Wildschweine? Nochmal, was war die Frage? Jagen Sie auch was anderes außer Wildschweine? Ja, alles, was ich vor die Flinte kriege. Sag mal, die Wildsau ist halt schon so das Cremige, das Gute. Also du nimmst auch einen Hase, wenn kannst du kriegen, oder nimmst eine schicke Bussard. Also alles, was kann man entweder selber essen oder wo du weißt, Metzger nimmt das. Ja. Wir verschicken auch vakuumiert, wenn du mal was brauchst für Hochzeit oder so, wenn du so Schwein oder so, kann man immer nehmen. Okay. Und ist wurde auch mal kritisch, hat auch mal ein Tier versucht, sie anzugreifen. Ja, bei Wildschweinen musst du aufpassen. Gerade so, wenn die Frischlinge haben, da darf man die ja nicht schießen, weil die Frischlinge, die brauchen ja die Mutter. Aber wenn du unterwegs bist, willst du ein Reh nehmen und du siehst nicht, dass bei so einer Skule liegt die Wildsau drinnen, dann kann gefährlich werden. Ein Kollege hat seine, wie heißt das, das Hauer, das Zähne, was die haben, der hat bei Bein drinnen gehabt, das ganze Bein kaputt, Alter. Da kannst du Glück haben, dass... Gehen Sie dann auf so eine Jagdhütte? Was? Gehen Sie dann auf so eine Jagdhütte, wo man hochklettert, was man immer im Wald sieht? Nee, das ist ein bisschen... Das ist hier ja im Bayerischen, haben wir ja Hochland. Also du gehst los, morgens mit alleine oder mit einer Gruppe. Weißt du, viele Kollegen haben so eigenes Grundstück, wo die jagen. Oder du gehst halt bei einem Jagdpächter, der hat dann so riesengroße Wald und du zahlst dann dem 100 Euro, dass du da halt jagen kannst. Dann gehst du mit großer Gruppe und manchmal fährst du abends wieder heim mit dem Schwein im Kofferraum. Oder du machst halt große Party dann noch am Abend. Kesseltreiben nennt sich das. Okay. Geht auch. Ja, ich habe mal so einen Jagdverein gesehen. Ja? Das war aber in einem Gebäude drin. Und die haben dann mit so, ich weiß nicht, mit so Fake-Gewehren, sage ich mal, im Gebäude so geschossen, geübt und so. Nochmal, was haben die gemacht? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das war ein geschlossener Raum. Aha. Und da waren so Schießübungen und dann haben die mit so, nicht mit richtigen Gewehren, sondern so, ich weiß nicht, so... Paintball oder was? Ich weiß nicht, da stand der Jagdverein, aber das war zu, das war drinnen, nicht draußen. Also bei uns gibt es das nicht. Wir haben auch so beim Schürzenverein von Emskirchen, da kannst du, die haben unten so eine Halle drinnen, so Schießhalle, aber da hast du richtige Pistole, richtige Gewehre. Okay. Nein, ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Ein Büroraum war das. Keine Ahnung. Okay. Hört sich fast so nach Resident Evil an. Hast du gespielt? Ich Resident Evil, nein, aber ich habe den Film gesehen. Welchen?
da gibt es viele. Schon bis Teil 4, glaube ich. Ja, die ersten aber waren noch damals gut, aber danach ist einfach nur so übertrieben, Alter. Es geht, glaube ich, bis Teil 6, oder? Ja, dann gibt es ja auch noch so ganz viele so Trickfilme davon, aber so die Realfilmen weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, ich habe eines Mal gesehen, wo ich gesagt habe, Alter, cringe, peinlich, ich schieße besser als ihr. Das sind Filme, die immer so lustig, ich weiß nur, der hat das Automat Kalaschnikow, also Kalaschnikow, so ein scheiß Ding hat 30 Schuss im Magazin, der schießt 10 Minuten, muss nicht einmal nachladen. Da siehst du, die haben nicht einen Profi geholt. Ja. Ist traurig. Ja. So, guck mal, ich habe hier deine E-Mail gefunden. Genau, Meisterenergie, der Link zum Tarifupdate. Da haben sie einmal die PIN-Eingabe. Aha. Und was soll ich da reinschreiben? Die 5383. 5383. Genau, dann sehen Sie hier den neuen Tarif. Dann sehen Sie dann hier den Minimumwert von 2000. Die Preise von 87,27, die 25 Euro Bonus pro Jahr. Möchten Sie das immer am 1., am 15. oder am 30. bezahlen? Jetzt muss ich nochmal sagen, hier steht Ihr neuer Arbeitspreis 42,93. Da steht nichts von bis 4000 kWh 20 Cent oder irgendwas drinnen. Genau, das ist ja der Brutto-Max-Wert, der ist mit aufgelistet. Das ist ja das Auftragsschreiben, das steht dann nochmal gleich. Also das bringt so ja nichts. Da stehen ja ganz andere Zahlen drin, als was wir gerade besprochen haben. So mache ich das nicht. Wie meinen Sie? Du hast mir gesagt, hier irgendwas mit 24 Cent bis 4000 kWh und danach diese... Natürlich hat er jetzt aufgelegt, der Drecksack. Ja, aber guck mal, so machen die das. So ist wie zu dem Thema, die Stromanrufe sind ja gar nicht kriminell. Hier siehst du es eben am Telefon, erzählt er dir irgendwas? Mit 24 Cent und dann hast du dieses Ding und dann klack. Und jetzt in diesem Moment hat er aufgelegt und jetzt steht hier schon auf der Seite, ihr ermittelter Stromtarif ist nicht mehr verfügbar. Ich wollte jetzt gerade noch einen Screenshot für euch machen, um einfach mal den Vergleich zu haben, aber das waren die Leute von meisterenergie99.de. Extrem unseriös finde ich das Ganze. Fast schon kriminell. Ich würde es hier sogar fast unterstellen, weil es ist ja ganz klar, der Spaß kostet dann das Doppelte wie vorher und die verdienen ein Schweinegeld daran. Ekelhaftes Pack.